Keanu Reeves, Anthony Hopkins und The Rock und viele andere Celebrities sind ja immer mal wieder auf Instagram oder TikTok als MotivationsrednerInnen zu sehen. Das nervt mich kolossal, vor allem wenn sie von harter Arbeit und Erfolg reden. Drei Dinge, die mich daran stören und eine Sache, die bei diesem Konzept komplett außer Acht gelassen wird, gibt's hier im Video. Ich gebe es gerne zu, ich bin ein fauler Sack und kann mit harter Arbeit nichts anfangen. Aber an dem Konzept stört mich auch noch ein bisschen mehr. Nämlich erstens, das ist doch wieder dieselbe alte dumme Leistungsscheiße. Es gibt da draußen Millionen Leute, die arbeiten wirklich hart für ihren Traum. Die strengen sich wirklich an jeden Tag und sie schaffen es trotzdem nicht. Wenn die solche Videos sehen, wie fühlen die sich dann? Denken die dann, oh, ich habe es nicht hart genug versucht, ich muss noch mehr machen, ich bin ein Versager? Oder was löst das bei denen aus? Es ist doch so, gerade im Bereich Schauspiel oder Leistungssport gibt es nur sehr, sehr wenig Platz für Menschen, die dort hyper erfolgreich werden können. Die anderen Leute arbeiten auch tierisch hart, aber der Verdrängungseffekt ist so groß, dass eben harte Arbeit alleine nicht reicht. Deswegen greift dieser Tipp hier viel zu kurz. Zweitens, es suggeriert auch allen Menschen, ihr müsst einen Traum haben, ihr müsst eine Sache haben, die ihr unbedingt erreichen wollt. Ihr müsst etwas haben, in dem ihr super erfolgreich werdet. Aber was ist mit den Leuten, die keinen Traum haben? Was ist mit den Leuten, die irgendwie denken, ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll, wo soll ich hin? Denen wird durch diese ganzen Motivationstrainer auch eingeimpft, du bist falsch. Ohne Traum, ohne riesiges Lebensziel hast du irgendwas richtig, richtig falsch gemacht. Einfach nur so mit sich zufrieden zu sein und locker in der Gegend rumzuhängen, ist ein Riesenfehler. Diese Ansicht teile ich absolut nicht. Wir brauchen ein paar Menschen, die die Ellbogen drin lassen und einfach nur friedlich miteinander zusammenleben wollen, ohne besser sein zu wollen als der Nachbar oder die Frau gegenüber. Drittens, diese ganze Sache mit höher, schneller, weiter, hier mein Auto, mein Haus, mein Boot, die hat doch unsere Welt in das Ungleichgewicht gebracht, in der sie sich gerade befindet. Das Streben nach Erfolg, das Streben nach Luxus, das Streben nach Reichtum ist doch eine der Hauptprobleme, die uns in die Klimakatastrophe und viele andere Naturkatastrophen erst richtig hineingeritten haben. Muss nicht eigentlich das Ziel sein, genügsam zu sein? Vielleicht auch mal den einen oder anderen Sieg oder Erfolg liegen zu lassen, damit ihn jemand anders bekommen kann, damit die Dinge sich gleicher verteilen. Gleichzeitig lassen diese ganzen Motivationstrainer, die uns allen sagen, ihr müsst nur hart genug arbeiten, ihr dürft keine Pause machen, ihr müsst früh aufstehen, ihr müsst alles geben und noch viel mehr. Eine Sache außer Acht, gerade im Bereich Schauspiel, Kunst, Sport, braucht es ein gewisses Maß an Leichtigkeit, um den großen Erfolg zu haben. Menschen, die es zu hart probieren, ja, das gibt es. Es gibt Menschen, die es zu hart probieren, können den letzten Schritt nicht machen. Sie verkrampfen und gerade im Bereich der Kunst haben sie nicht die Lockerheit, die es braucht, um ein wirklich großes Werk zu schaffen. Deswegen kann übertriebene harte Arbeit auch ein Hindernis auf dem Weg zum Erfolg sein. Einen kleinen Tipp zum Thema Lebensglück könnt ihr hier finden. Und wenn ihr keinen meiner Zornausbrüche verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.